Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Aktuell mit einem Update über die Ausbrüche von gestern, beziehungsweise was gerade interessant ist. Prima. Ja, wir haben ja einige interessante Bewegungen gestern gehabt. Beispielsweise der polymetallische Projektgenerator mit extrem hohen Gold- und Silberwerten aus Schweden bricht weiter aus. Wir haben das ja schon lange beobachtet, ist seit 2022, da war sogar unter 5 Cent zu haben. Und ja, sollte dann Aufstieg Richtung 1 Dollar oder mehr hinaus in den nächsten Monaten fortsetzen. Also sehr interessant, eben weil es wirklich extrem größere Bohrergebnisse sind, und das könnte dann im Umfeld, wo jetzt Gold auf 3000, Silber 50 steigen, dem ganz gut bekommen. Ja, dann haben wir einen angehenden Gold-Silber-Produzenten aus Mexiko mit weiterhin sehr guten Bohrergebnissen. Auch der bricht aus und sollte dann vielleicht auf die alten Höhen gehen, auch weit drüber hinaus. Ganz sehr interessant. Dann Projekt Bolivien, klar, ist immer hohes Risiko, aber ist einfach eine Beobachtung, dass dieser Projektgenerator sehr großen Silberressourcen ausbricht. Und warum sollte der sich nicht erholen und in den Mehr-Dollar-Bereich gehen und weit drüber hinaus? Dann haben wir noch einen Goldprojektgenerator mit sehr guten Bohrergebnissen und ein Top-Explorationsteam. Sie sehen, wohin diese Aktie 2020 geführt hat. Und sollte man sich vielleicht auch mal anschauen. Sehr interessant. Ja, dann eigentlich nur mehr zur Demonstration. Hier ein Investment, das wir auch vor einigen Monaten anvisiert haben. Gold-Kupfer-Projektgenerator aus Papua-Neuguinea mit starken Insider-Investments und weiteren Explorationspotenzial. Wie gesagt, sitzen Papua-Neuguinea, die konnte man teilweise bei 1 oder 2 Cent kaufen, ist explodiert. Da will ich Ihnen nur einfach zeigen, was zu was Gold- und Silberaktien in dieser Umgebung fähig sind. Und wir haben immer noch sehr negative Stimmung, was Gold- und Silberaktien betrifft. Stellen Sie sich vor, wir haben positive Stimmung. Und das ist ja unsere große Hoffnung, dass wir hier von diesen Art Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich oder weit drüber hinausgehen. Dann haben wir auch noch einen Projektgenerator, der hat in der Vergangenheit Ecuador gearbeitet, streicht dort seine Segel, macht einen Neustart in Arizona. Dort gibt es eine historische Mine mit 600.000 Unzen und auch Silber ist vorhanden, und haben auch noch weitere Projekte, unter anderem in Argentinien. Der scheint sich quasi zu erholen, und möglicherweise gibt es da einen schönen Restart. Und wer weiß, ab irgendeinem Punkt machen sie ihren Südamerika-Fokus. Argentinien sind sie ja noch weiter. Und ja, und das Unternehmen, ja, es steigt quasi zu den Lebenden offensichtlich wieder auf. Das ist, wie gesagt, extremes Risiko. Ist auch nur so eine Information hier am Rande, auf keinen Fall irgendeine Form von Kaufempfehlung. Aber das ist ja so, man kauft ja diese Gold- und Silberaktien in diesem extremen Pessimismus, oder darf man eigentlich nur kaufen. Und wenn jetzt irgendwo eine euphorische Goldrallye kriegen sollte, also Gold 3000, Silber 50, who knows, wohin dann solche Gold- und Silberaktien steigen kann. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Nochmal hier zum Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen das Ganze zu sortieren. Moderat, hohes Risiko, Gamble. Portfoliovorschlag können wir auch herstellen. Und ja, mit was können Sie arbeiten? Zum Beispiel Depot, Swissquote, können Sie auch als Nicht-Schweizer Wohnsitz Depot eröffnen. flatexDEGIRO kann man günstig an der Heimatbörse arbeiten. Ja, wenn es da Rückfragen gibt, wie auch immer, Interesse, können Sie sich an mich wenden. Ansonsten können Sie meinen Report auch bestellen. Sie werden dann auf diese tägliche Liste hier gesetzt. Sie kriegen dann die Informationen, um was für Minen sich das da handelt. Oder wenn Sie einfach rückfragen, melden Sie sich dann einfach. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, dann bis zum nächsten Mal.